Die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen wollen, spielt in Paris. In Paris des Jahres 1680. Ludwig XIV., der sich Sonnenkönig nennen ließ, residierte im Louvre. Rings um das Schloss und den glanzvollen Königshof lag die alte, verwinkelte Stadt. Bei Dunkelwerden versperrten die Bürger ängstlich ihre Häuser, denn in den Straßen ging das Verbrechen um. Seit einem Jahr fahndete die Polizei, die unter dem Befehl des gefürchteten Gerichtspräsidenten Larigny stand, vergeblich nach einer Bande. Auf die kunstvollen Schmuckstücke, die der berühmte Goldschmied René Cardillac anfertigte, hatten es die Mörder anscheinend besonders abgesehen. Kein Mensch in ganz Paris macht euch das nach, Meister Cardillac. Ich glaube, jetzt habt ihr wirklich genug geputzt. Also gebt schon her, ich hab's eilig. Nicht so hastig, Herr Marquis. Ich habe die halbe Nacht auf Sie warten müssen. Das müsst ihr doch verstehen. Die Mitternacht ist die Stunde der Liebenden. Eine junge Dame wartet auf den Schmuck. Eigentlich ist mir mein Schmuck dafür zu schade. Zu schade? Aber Meister Cardillac, ihr wart doch auch einmal jung und verliebt. Ach, sie hat weiße Schultern und einen Hals und, naja, ihr wisst ja schon. Die Konfektschale. Gern. Kein Flüsserchen auf den Hals? Nein, heute nicht. Du weißt doch, was er mir bringt. Seine Steine auf meiner Haut, das genügt. Nicht? Haben Sie eigentlich keine Angst, Herr Marquis? Angst? Wovor? Das nächtliche Paris ist gefährlich. Die Straßen sind unsicher. In jedem Winkel kann der Tod auf Sie lauern. Und Sie tragen einen kostbaren Schmuck in der Tasche. Verliebte haben Ihren guten Stern. Ich sehe keinen Stern. Guten Abend, Meister Cardillac. Guten Abend. Oder meinen Sie den Stern auf den Hüten der Polizisten? Naja, ich hab's ja nicht weit. Nur bis zur Rue Niquet. Gute Nacht. Wenn der Marquis kommt, Suzette, dann leucht ihn die Treppe herauf. Und dann kannst du gleich schlafen gehen. Gut, Mademoiselle. Ist genug Holz da für den Kamin? Ich möchte es gern warm haben.